Mein Name ist Daniela Rodriguez Romero. Ich bin urbane Choreografin und Initiatorin von der Gender-Initiative Ladies Dance. Dieses Projekt ist ein Projekt von der LAG Tanz NRW und Ladies Dance in Kooperation. Gefördert wird das Foundation Camp vom Ministerium für Kinder, Familien, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen. Es ist ein Camp, wo wir 30 Stipendienplätze ausgeschrieben haben, die Mädels einladen, eine Woche mit uns zu trainieren, in einem Setting zu sein, wo sie sich komplett aus dem Alltag so ein bisschen rausziehen können und sich in ihrem Tanzstil vertiefen können, sich mit anderen vernetzen können, mit ihren Rollenvorbildern trainieren können und vor allem auch die Fragen, die sie beschäftigen hinsichtlich einer beruflichen Perspektive oder auch einfach wie man weiterkommt in der persönlichen Entwicklung in seinem Tanz. Dafür möchten wir einen Raum aufmachen, damit diese Fragen gestellt werden können und weiterzuwachsen. Das Team besteht aus urbanen Dozentinnen, die aus ganz Deutschland kommen. Es gibt ein paar Ältere, die jetzt schon 20 Jahre Tanzerfahrung hinter sich haben. Dann gibt es aber auch ein paar, die sagen wir erst vielleicht seit 10 Jahren dabei sind, aber schon unterrichten und eine starke Vermittlungskompetenz mitbringen. Und wie es jede für sich ihren Unterricht gestaltet, da sind wir alle dran gewachsen und ich als Projektleitung auch, weil ich dann auch immer versuche, so eine didaktische Leitlinie reinzubringen und trotzdem die Freiheit für jede Dozentin zu lassen in ihrer Lehrtätigkeit. Inhaltlich ist das Camp so aufgebaut, dass es mehrere Komponenten hat, auf die wir abzielen, und zwar erstens zur Wissensvermittlung. Das Herzstück ist so ein bisschen auch die Anwendung dieses Wissens und die Anwendung von den Fähigkeiten in kulturellen Settings wie Cyphern, Battlen oder einfach Jammen. Und da sind Mädels oft ein bisschen zurückhaltend, weil sie sich vielleicht zu sehr unter Druck setzen, weil sie vielleicht denken, sie sind noch nicht gut genug. Und da erstmal so ein Safe Space mit ihnen zu gestalten, haben wir die Komponente, dass wir sagen, okay, wir machen diese Cypher Sessions und da sind wir dann unter uns und jeden Campabend wurde dann miteinander 2 Stunden gecyphert und gejammt und vor allem auch solo und im Freestyle.